Hallo ihr Süßen, weiter geht's mit Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest. Wow, okay, die Bananen kommen schon mal gar nicht ran, wir sind so Imba, weil wir da nicht rankommen. Im Moment, wenn wir wo was nicht können, dann sind wir nicht Imba. Ach egal. So. Achso, der dreht sich heute mal nicht in die Richtung, weil sich denkt, nee, die Redstone wurden nicht richtig gelegt, dass ich in die Richtung schieße. Okay. Nein, das war keine Anspielung auf Minecraft. Ich meine Redstone in Donkey Kong. In Donkey Kong gibt es auch Redstone. Das wissen noch nicht alle, aber in Donkey Kong wurden auch ab diesem Level Redstone. Wow. Eingeführt in den Anos. So. Wie? Achso, hier rein. Okay, hier kenne ich den Weg nicht ganz auswendig. Okay, jetzt hier runter, glaube ich, da gab es einen tollen, saftigen, deftigen Bonus. Ja. Genau hier. Genau du, mein Freund. Du bist der Bonus, den sie suchen. So. Falsch. Wir sind falsch und wir verkacken. Shit. Happens every day in South Africa. Verdammt! Wieso verhau ich alles? Wieso bin ich so ein Noob? Noob, 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 noob. Schubidubidubidubidu. Ich bin ein Noob, ich kann nix. Ich kann gar nix. Bounce und geschafft. Der Schmarrn hier schon wieder. Ach ja, ich kann euch übrigens sagen, wenn ihr euch manchmal wundert, warum Donkey Kong. Wo muss ich rein? Hier muss ich lang. Donkey Kong Country manchmal nicht jeden Tag kommen sollte. Das liegt daran, dass die Donkey Kong Country Parts 100 Megabyte groß werden. Warum auch immer. Die werden riesig. Ich habe keine Ahnung wieso und weshalb und warum. Und Meat Boy wird hingegen nur 30 MB groß, jeder Part. Wundert mich etwas, muss ich ehrlich gestehen vor Gericht, aber ich nichts gegen machen. Wir kürzen ja eben ab, weil der Shortcut kaum jemand kennt. Wow. Wow, wow, wow. 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 Wow, ich versuche das jetzt ohne Fehler. Bounce, 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 bounce. Verdammt! Da war ein Fehler. Egal, scheiße, passiert. Jeden Tag in Südafrika, wie ich das schon meinte gerade. Wow. Wie auch immer das gemeint war mit Scheiße passiert jeden Tag in Südafrika. So. Und das ist übrigens Secret, das habe ich als Kind damals Ewigkeiten nicht gefunden. Weiß nur der Geier warum. Und der hat auch eigentlich gar keine Ahnung von diesem Fachgebiet. Das ist nicht sein Fachgebiet. Und nicht seine Abteilung, wie die Leute beim Mediamarkt immer sagen. Das ist nicht meine Abteilung. Ich bin kein Spast. Wat? 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 Entschuldigung. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Ja, tut mir leid, da habe ich halt einmal gerührt. Jetzt aber mein Gott, soll ich wieder bei der Speicherhälfte anfangen oder was? Suck my cork, sag ich dazu nur an alle, die denken, ich soll wieder bei der Speicherhälfte anfangen. Und nimm das jetzt nicht zu persönlich. Ich weiß nämlich nicht, wer das denkt. Und deswegen, falls ich jemanden verletzt haben sollte, tut mir das leid. Ich bin RTL. Falls ich mit meinem Bericht über Gamer, der total niveaulos und unseriös war, jemanden total zerstört haben sollte und in den Selbstmord getrieben habe, tut mir das leid. Wie auch immer. Eine Banane ist auch sexy. Dafür hast du ihn dir nicht verdient, dein Freudentanz mit dem Schwanz. Spast. So, Endgegner. It's Endgegner-Time. Los geht's. Wow, was hast du denn für eine Hähnchenkeule in der Hand, du? Mein Lieber, du siehst so aus wie Klubber. Tigerentenclub. Keine Ahnung. Yay. Oh, hat das wehgetan? Meine Narbe ist aufgeplatzt wegen dir. Okay, wir haben ihm aussehen die Narbe aufgerissen, Leute. Jetzt wird er richtig wütend werden. Wir haben seine Blitznarbe auf der Stirn kaputt gemacht. Jetzt siehst du nicht mehr so aus wie ein Blitz. Bam! Fucking Noob. Noob? Noob? Newton? Wow, hätte mich fast getroffen, der Wichser. Du
kleine Schlinge, du, du kleine, kleine Schlappschwanz. So. So. Willst du mich verarschen? Hey. Spast. Auf mich zu ärgern. Ich werde da ganz aggressiv. Und das Beste ist, vor allem der Endgegner ist kein bisschen schwer. Deswegen, wenn ich jetzt hier failen sollte, es wäre die größte Blamage dieses Let's Plays. Nee, die größte Blamage war beim ersten Endgegner zu sterben. Bei dem russischen Vogel, der Tabak über die Grenze schmuggeln will. Ach ja. Du, du, das war schon ein crazy Einfall. Yay, ein crazy Zocker, hör, versteht ihr? Weil ich habe crazy gesagt und... Ach, gut. Oh, hat er gefurzt mit einem mega Dynam... Ja, was wollte ich gerade sagen? Dynamit... dynamischen Furz, genau, ich wollte Dynamitfurz sagen. So, hier haben wir alle Boni. Hier haben wir alle Boni. Hier haben wir die Boni. So, gut. Und alle haben wir mit Dixie Kong abgeschlossen, alle Welten. Cool. Also, nicht mit Dixie Kong unbedingt abgeschlossen direkt, aber... der Dixie Kong die meisten Level gepackt hat und die meiste Nuttenarbeit verrichtet hat. So. Mal eben hier rüber, über die Kacke. So, hier kann man sich am Honig langpappen. Finde ich relativ uncool, wenn ich ehrlich bin. Weil mir da gerade der Nagel abgebrochen ist. Verdammt. Okay. Dixies. Oh, das sind Croissants. Ich liebe es. Weil, Leute, ganz ehrlich, ich habe damals immer gedacht, das sind Croissants. Ja, diese Dinger, wo Dixie gerade davor hängt. Diese Bienenwaben-Dinger da, dass es Croissants sind. Scheiße. Bei sowas denkt man ja nur, oh, wo ist der menschliche Verstand hingeblieben? Oh mein Gott, wir haben uns zurück zu den Steinzeitmenschen entwickelt. Jeder Biologe wäre ausgerastet, wenn er das wüsste, dass ich das für ein Croissant halte. Also falls unter meinen Zuschauern Biologen sein sollten, regt euch mal schön in den Kommentaren auf darüber, bitte. Ja, was haltet ihr von Croissants? Da könnte ich ganz allgemein fragen, was haltet ihr von Franzosen? Weil Croissants sind Franzosen, wenn ihr versteht. So. Hier ist gleich der nächste Bonus, direkt da drunter. Das ist halt, bin ich in den gleichen gerade wieder reingegangen oder bin ich im anderen... Ich bin im anderen Bonus, gut. Ja, das ist so ein bisschen I wanna be the guy, oder Boshi, oder wie auch immer, Fangame. I wanna fuck the Fangame. Sprünge. Hui. Hui, buh, das Schlossgespenst jetzt auf ARD. Ja, wie auch immer. Wow, hier bleibt man auch stecken und das ist gar nicht so geil. Und diese, diese Fick-Hentai-Scheißkäfer, die müssen auch sterben. Ihr müsst alle sterben. Oh, blöden Kinder. Oh, seid ihr noch voll kindisch, ihr scheiß Bienen. Seid mir nicht so kindisch, werdet mal wachsen. Oh, ist ein bisschen Kaizo-like jetzt hier, aber ist egal. Wie ich mich hier beeile in diesem Level, wie ich durch dieses Level durchwasche. Manche Leute laufen mir ganz langsam durch und brauchen dafür einen ganzen Tag dann für das Level. Und ich zuck, zuck, du machst man hier und dann wurde diese Geldfunktion Sprung und oh, voll lustig und dann habe ich wurde diese Geld und Meatboy gemixt. Oh, ich bin echt ein geiler Hengst. So in der Art meine ich das. Wow, stirb doch. Eine Potsau, du. Das Beste sowieso, ich habe das, Let's Play Together von Mexican Dake und... und HSW gesehen. Ja, HSW, der Geile. Das ist übrigens auch ein Kollege, das könnte ich ja mal sagen. Das könnte ich euch jetzt mal voll neidisch machen. Das ist, weil der HSW ein netter Kollege ist. So. Gut. Was ich sagen wollte, die haben es ja auch Let's Played und... ich fand das epic, die haben... für dieses Level, glaube ich, drei Parts gebraucht oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Oh, brauche ich gar kein Spinnetz. Und hier ist die tolle DK-Münzchen-Münze. So. Bounce, bounce, bounce. Oh, ein N. Das ist aber nett von dir. Krn, krn. Wir haben einen Krn. Ach, ich habe einen russischen Akzent. Krn. Nicht angehen. Nee, krn. Ich kann K und N nicht aussprechen, ohne ein A dazwischen zu sagen. Verdammt. Krn. Egal. So. Schwule sind geil. Schwule sind geil. Schwule nicht und die Schuhe auch nicht. Und wir laufen in Sandalen. Wir sind Römer von morgen. Oh, befreit mich aus dieser Aufnahme. Ich rede schon wieder nur noch Müll. Ich glaube, ich hole mir gleich ein, wie heißen die? Exorzist hole ich mir gleich, der mir den Dämon aus mir rausjagt, den Gesangs- und Zuschauer-Töte-Dämon, der euch alle umbringen will. Aber keine Angst, ich befreie euch. Puh.
Wünsche mir Glück. Ich versuche gegen meinen scheiße Laberdämon anzukommen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Eh schon vorbei. Was? Ein Leben nur! Ich hätte jetzt erwartet, dass eine Nachricht kommt. Sie haben Donkey Kong Country 2 durchgespielt und schalten Donkey Kong Country 7000 frei. Also 7000 Donkey Kong Countries freischalten, weil man die Spinne bis dahin bringt. Meine Fresse, aber nein, sie geben einem nur ein so ein verfuckten Fickleben. So. Huhu. Ach ja, da könnte ich euch übrigens was sagen. Donkey Kong Country Parts waren ja bisher immer so 15 bis 16 Minuten lang. Ich versuche sie ab, wow, ab jetzt, auf 12 oder 13 Minuten zu kürzen. Tut mir leid, dass die Parts immer nur so kurz sind, aber dann kommt immerhin jeden Tag ein Part, denn sonst ist es hochladen anstrengend, bis ich mein neues Internet habe. Und wundert euch nicht, dass ich einen Livestream machen konnte. Ich sag's nochmal, weil ich schon mal gefragt wurde, warum ich da nicht auch Videos in HD hochlade ab jetzt. Das liegt daran, dass ich momentan bei meinem Vater bin. Der hat eine 2K-Leitung. Mit einer 2K-Leitung kann man einen Livestream. Wenn nicht die anderen Leute gerade einen Büffel per Internet töten, dann geht das schon. So. Büffel per Internet. Alles klar. Alles klar, beruhigt dich erstmal. Alles klar. Hier oben noch eine Biene? Ja, du dreckige Scheißbiene. Sterben. Fotze. Ich will Unreturnament spielen. So, YouTube, Pupkacke habe ich da jetzt gerade eben gemacht, so. Hui! Ist aber auch ganz sexy gerade, diese Bling. Bounce, bounce. Wow! Und da spule ich vor und, naja, egal, ich lebe ja noch. Wow! Mann, bin ich ein Vollidiot, dass ich nicht mitten in einem Level einfach mal vorspule und mir denke, ich werde schon nicht sterben, die Entwickler sind ja geil, die sind ganz schön geil, das stimmt schon. Boah, ich sollte mich nicht zu sehr darauf verlassen, dass die Entwickler freundlich waren. Ach ja, hier ist übrigens die asoziale DK-Münze versteckt. Kommt jeder drauf? Ne, echt, da bin ich sogar selber als Kind drauf gekommen. Und der fährt da unten weiter, das heißt, da unten ist ein Schienen und da ist ein Bonus. Wow, jetzt erwartet ich nicht. Doch, schon. Doch, doch, ja, doch. Ich hätte es erwartet. Wow. 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 Okay, was ist das? Wow. Pff, ich dachte, da komme ich nicht mehr drauf. Uhuhu. Striptease, Baby, Diddy, Kong, geh richtig ab, komm, Baby, oh, puh, Bonusmünze erhalten, tadam. Tch, okay, und, oh, geh, oh, geil, Nazi-Sex, so, Bounce, bling, wow, ja, toll, dafür riskiere ich jetzt mein Leben, dass ich ein Leben bekomme. Alles klar, Mädels. Alles klar, ihr geilen Bunnies. So, ich wollte ihn einfach nur holen. Ich will aber kein Leben abstauben vom Ziel, also deswegen springe ich einfach rauf. Wow! Okay, jetzt sehen wir uns im nächsten Part bei diesem Scheiß-Level. Scheiße, ich will kein Part mit Scheiß-Level beginnen, aber naja, muss wohl sein. Bis dahin, ciao, ciao.